Was kommt wohl am vierten Tag? Wir haben wieder ein Video hinter unserem Türchen. Ein Schwamm unter Druck. In diesem Freihandversuch Ein Schwamm unter Druck untersuchen wir den Zusammenhang zwischen Druck und Auflagefläche. Für diesen Versuch brauchst du nur einen Gegenstand mit möglichst hoher Masse, der aber so klein ist, dass er auf einen gewöhnlichen Küchenschwamm passt, und dann brauchst du noch eine Unterlage. Ich verwende hier eine Panzerglasfolie, man kann aber auch ein Lineal oder etwas Ähnliches verwenden. Und schon können wir mit unserem Experiment starten. Zuerst brauchen wir nur unser Massestück, also die Glaskugel und den Küchenschwamm. Wir stellen die Glaskugel auf den Küchenschwamm und sehen, die Glaskugel sinkt ein. Nun nehmen wir unsere Panzerglasfolie zur Hilfe. Wir legen die Folie auf den Schwamm und stellen die Kugel auf die Panzerglasfolie. Jetzt sinkt unsere Kugel nicht mehr ein? Ist der Schwamm etwa härter geworden? Natürlich ist nicht der Schwamm plötzlich härter geworden, sondern die Panzerglasfolie ist der Grund, warum die Kugel nicht mehr einsinkt. Um den genauen Hintergrund zu verstehen, erinnern wir uns an die Definition vom Druck. Der Druck ist definiert als Kraft pro Fläche oder in Formelbuchstaben P ist gleich F durch A. Also der Druck hängt nur von der Kraft und der Fläche ab. Die Kraft ist hier die Gewichtskraft der Kugel. Diese bleibt während unseres gesamten Experimentes gleich. Aber was ist mit der Auflagefläche der Kugel? Die Auflagefläche ist jene Fläche, mit der die Kugel auf den Schwamm drückt. Im ersten Teil des Versuches haben wir nur die Kugel ohne Unterlage auf den Schwamm gestellt. Also ist hier nur der kleine rote Teil die Auflagefläche. Und eine kleine Fläche bedeutet großer Druck, weil die Fläche in der Definition des Druckes im Nenner steht. Im zweiten Teil des Versuches haben wir die Kugel mit einer Unterlage auf den Schwamm gestellt. Also ist hier die Auflagefläche größer geworden. Und eine größere Fläche bedeutet kleinerer Druck.